Servus Leute und willkommen zurück zu Tomb Raider mit Lara Croft und mir. Ja, ich befinde mich jetzt wieder in einer neuen Aufnahmesession und ja, wir haben ja in der letzten Folge war ja richtig viel Action drin und die ging ja glaube ich auch 30 Minuten lang. Also ich hoffe, dass ihr mir das immer noch verzeiht, dass ich hier leider etwas überzogen habe. Und ja, jetzt sind wir hier wieder bei dem Lagerfeuer angekommen. Und ich sehe gerade, wir haben noch zwei Fähigkeitspunkte, die wir noch nicht verteilt haben, um 700 Bergungsgut. Das heißt, das werden wir auch gleich verwenden, um unsere Rüstung wieder etwas auf Hochglanz zu bringen. So, Überleben-Upgrades. Schauen wir mal, was wir da alles haben. Das ist noch gesperrt. Plündern Sie Tierkadaver, sorgfältig erhalten Sie zusätzliches Bergungsgut. Halten Sie die Augen offen, um schwer zu findende Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Ja, okay, das ist nicht so mein Ding. So, da haben wir noch viel zu tun. So. Gewichtheber. Ihre erhöhte Stärke ermöglicht Ihnen die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Ja, okay, dann nehmen wir das. Ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. So, und was haben wir sonst noch? Erfahrener Mörder. Schalten Sie Ihre Feinde mit Finesse aus, um größere Belohnungen zu erhalten. Okay. Was können wir da noch machen? Werfen Sie Ihren Feinden Dreck ins, also Steine und Dreck ins Gesicht, um sie anfällig für Ihre Angriffe zu machen. Versetzen Sie Feinden mit Ihrer Kletterangst einen, mit Ihrer Kletteraxt einen tödlichen Hieb. Weichen Sie einem Gegner aus, stoßen Sie ihm einen Pfeil ins Knie und versetzen Sie ihm dann den Todesstoß. Das hört sich ja schon mal vielversprechend an. Aber ich würde doch lieber gerne das hier nehmen. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal ein bisschen was mehr geschafft. 50%. Perfekt. So, jetzt geht's noch zur Ausrüstung, denn wir haben ja wieder all unsere Waffen. Und da können wir sicher einiges machen. So, die Schrotflinte. Polierter Bolzen, erhöhte Taktrate zwischen den Schüssen, erhöhte Schussfrequenz. Gepolsterter Griff, ein gepolsterter Frontgriff, der die Waffe beim Schießen stabilisiert und damit den Rückschuss verringert. Patronen müssen nicht mehr einzeln geladen werden, was das Nachladen beschleunigt. Dann ummantelt dann schon bla bla, okay. Modifizierte Laufspitze, die die Projektile mit einer entzündlichen Substanz drängt. Fügt einen alternativen Feuermodus hinzu, mit welchem eine größere Reichweite erzielt wird. Naja, da will ich mal sagen, da hört sich das doch vielversprechend an. Patronenmagazin. Dann wird das nach Laden etwas beschleunigt, was ich natürlich sehr, sehr gut finde. So, dann schauen wir mal, was wir sonst noch vielleicht machen können. So, was haben wir da noch? Ja, da kann man nicht wirklich mehr was machen. Da vielleicht noch. Ein Griffmodifikation mit Gummi verringert den Rückstoß. Schüsse werden schallgedämpft und ihr Schaden damit leicht verringert. Ja, okay, schallgedämpfte Schüsse sind immer gut. Kann man gut brauchen. Und ja, sollte genügen fürs Erste. Hoffe ich mal. So, was ist das? Oh. Häschen. Okay, die töte ich nicht. Ich bin ja nämlich ein Hasenfreund. Ich stehe mit denen auf Hasenfuß. Nee, also Hasen töte ich prinzipiell nicht. Das ist, diese Viecher sind mir so kostbar. Die mag ich nicht töten, nein. So, ein weiterer Geocache. Sehr schön. 1 von 5.
vorigen Stadt oder an dem vorigen Ort hatten wir sogar schon 4 von 5. Da habe ich den 5. leider nirgendwo gefunden. Schade eigentlich. Wäre schön gewesen, wenn ich da eine 5 gefunden hätte. Ja, und da merke ich gerade schon wieder, die Untertitel sind schon wieder aus. Ganz klar, wenn man hier irgendwie... Ja, und die Lautstärke muss auch schon wieder zurückgedreht werden. Meine Fresse. So gehen das nicht. Warum behält das das Spiel nicht für sich? So. Perfekt. Extra, ich komme da nicht raus. Ich möchte euch so alle erledigen, wenn es geht. Was seid denn ihr? Was sind die denn? Schon mal vielversprechender aus. Erwischt. Scheiße. Okay. Okay, das war nicht so ganz toll. Ich dachte mir eher, dass ich irgendwie hier leise durchkomme. Ist du sicher, dass sie hier sind? Ich sollte einfach auf einen Baum klettern und abschauen. So, okay. Wölfe jaulen hier, das ist ja gigantisch. Fuck. Den habe ich daneben gesetzt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Alter Vater, ey, das gibt's ja nicht. Wo kommen die immer? Scheiße, die wandern. So. So. Das ist natürlich etwas komplizierter. Alter! Woher... Wie können die wissen, dass ich da hinten bin? Das gibt's ja nicht. Okay Leute, also wenn das jetzt jetzt nichts mehr wird, dann sage ich euch, dann wird's da einen Cut geben. So viel steht schon mal fest. Ja genau, jetzt haben sie mich gleich entdeckt oder was? Alter. Was soll der Scheiß? Okay.
So. Okay. Was ist das jetzt? So, sonst noch wo mehr? Ja, natürlich. So. Jetzt dürfte das alles viel besser funktionieren. Mir kommt es ja so vor, sobald man irgendwie droht, dass man hier einen Cut macht, auf einmal funktioniert alles viel besser. Das ist irgendwie eigenartig. So. Einer weniger. Komm schon. Alter, komm da raus aus deinem Versteck. Mann, so. Blöde. So, na, wundervoll. Das hat's endlich mal funktioniert. Ist ja immer noch einer, das gibt's ja nicht. So, mich erwischt er nicht, Junge. Mich erwischt er nicht. So. Jetzt ist aber Schluss. So. Habe ich die endlich mal erledigt. Meine Herren. Fraps spackt schon wieder rum. Gefällt mir mal gar nicht. Ich weiß auch nicht, woran das liegt derzeit. Fraps dürfte momentan wieder Probleme verursachen. So, okay, eine Ausrüstung haben wir natürlich. Können wir im Moment nichts machen. So, liegen da noch irgendwo Leichen rum? Wahrscheinlich nicht mehr. Die werden wahrscheinlich schon wieder verschwunden sein. Okay. Ach, cool. Da, ah, okay. Interessant. Gut, dann machen wir das anders. Machen wir das da auf. Und gehen da mal so rein. Gucken mal, was wir da alles haben. Vielleicht, oh. Platsch. Doch an einem anderen Ort gelandet, oder? Wie sehe ich das? Fuck, das gibt's doch nicht. Alter, und ich dachte, ich hätte diesen Typen schon längst erledigt. Fuck. Ja, sorry Leute, aber das sowas regt hier echt auf manchmal. Das
ein echt bisschen rätselhaft. Ja, genau, hey, diese scheiß Wölfe, ey. Boah, das geht mir am Arsch. Sorry, Leute, aber das nervt echt extrem. Das nervt extrem, wenn da einmal alles nicht so hinhaut, wie man es vorstellt. Habt ihr was gehört? Mal sehen, ob ich was finde. Hilfe, schnell! Ich geh da nicht raus. Ja, das war gar nichts. Das war wieder Mist. Also wieder ein großer Mist. Das war wieder ein riesen Mist. Jetzt ist aber endlich Ruhe im Schuhkarton. Oh, alter Schwede, Leute, Leute. Was tut ihr mir da an? Oder viel besser, was tue ich mir da an? Oh, ey. Sehr krass. Jetzt habe ich wieder einen Haufen Pfeile verschossen, wahrscheinlich. Ich möchte nur schauen, ob ich da vielleicht irgendwo noch neue Pfeile herbekomme. Vielleicht sind da noch irgendwo welche. Ja, Gott sei Dank. So, plus 3 Pfeile, das ist nicht schlecht. Ich will jetzt so ein bisschen was wieder bekommen. So, da können wir eine Tür einreißen. So, machen wir das auch. So, und was haben wir da? Sieht das schon Käfige. Mal vielversprechend aus. Wölfe, wie die im Wald, werden hier gezüchtet. Hey, es brennt der arme Wolf. Okay. Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll. Ah, okay, das ist interessant. Sehr schön. Das hat super funktioniert. So, jetzt wollen wir da mal das Ganze anzünden. Perfekt. Damit liegt wieder ein weiteres Bergungsgut frei. Da haben wir auch wieder Bergungsgut, das Simulator und da auch wieder. Ach meine Güte, eine richtige Schatzkammer. Ist ja wie in einer richtigen Schatzkammer hier. Lauter Bergungsgut, das können wir brauchen, um unsere Waffen wieder aufzufinden. Halt, habe ich gerade irgendwas gefunden. Ach da, voll davon. Ein Geocache. Ja, mir geht da nichts. Mir entgeht da nichts. So. Uiuiui. Das sieht hier schon mal gar nicht cool aus. So. So.
Und wie es da jetzt weitergeht und was uns am Ende des Tunnels erwartet, das seht ihr in der nächsten Folge. Ciao, ciao.